So, herzlich willkommen zu meinem EQS Mercedes Video. Ich habe in meiner Community gefragt, was ihr wissen wollt über das Auto. Und habe ich ja schon ein paar Videos darüber gedreht. Vielleicht sind auch schon einige gelaufen. Und jetzt gehe ich mal hier auf meinen YouTube-Kanal T&T E-Mobility. Und dann gehen wir doch das mal durch, was ihr von mir wissen wolltet rund um den Mercedes EQS. Ja, mein Name ist Ofe, ich bin Kfz-Sachverständiger, spezialisiert auf Elektromobilität und ich habe einen YouTube-Kanal, da geht es natürlich auch nur um Elektromobilität. Und hier sind die Fragen. Sebastian Kubialka fragt, die Meinung von S-Klasse-Fahrern, die noch nie elektrisch gefahren sind, würde mich interessieren. Ja, ich bin früher S-Klasse gefahren und auch SL und ich weiß jetzt nicht genau, wie der Vergleich ist zu dem aktuellen Modell der S-Klasse, aber ich denke, es wird alle gefallen. Diese Frage hat 33 Daumen hoch. Peter Stender, alter User meines Kanals. Hallo Ofe, da schon mächtige Beschwerden über die Verarbeitung auf YouTube die Runde machen, bin ich sehr gespannt, wie ein unabhängiger Sachverständiger diese Problematik sieht oder Daimler es in sehr kurzer Zeit abstellen konnte. Ich danke dir für deine bis dato unverfälschten Videos. Spare nicht mit Kritik, sonst lernen es die Oberen nie. Es stehen zu viel rechtschaffende Maloche auf dem Spiel. Ja, Peter, da hast du recht. Ich muss sagen, in meinem Modell, was ich hier fahre, bin ich mit der Verarbeitung zufrieden. Es gibt immer Kleinigkeiten, aber das ist hier schon wirklich marginal. Das Auto ist wirklich top verarbeitet. Vielleicht, weil es ein Presseauto ist, aber hier habe ich nicht viel zu meckern. Ich weiß, dass es andere Model S, EQS-Fahrer gibt, die mehr zu meckern haben. The Lambo Driver fragt, Vergleich zum Taycan auf Langstrecke, Laden, Luftfederung, Dynamik, Geräuschkomfort. In dem Ladevideo hatte ich gesehen, dass der EQS ab 25 Minuten bei den geladenen Kilowattstunden den Taycan einholt. Das ist richtig, das tut er auch. Und wird der EQS jetzt das neue YouTuber-Auto? Auch CM und Horst Lüning haben ja einen. Ja, weiß ich nicht. Ich möchte ihn nicht fahren. Ich bleibe bei meinem Taycan oder je nachdem, was dann irgendwann mal von Tesla kommt. Ich denke, der Roadster, das wird mein neues Auto. Aber bis der kommt, fahre ich dann irgendwann mal Lucid. Da habe ich Bock drauf. Da habe ich schon viel gemacht. Ja, in meinem Video, wo ich die drei Fahrzeuge verglichen habe, da kannst du, The Lambo Driver, das mal sehen, wie es ist. Geräuschkomfort, Ladeverhalten natürlich nicht. Da gibt es Ladekurven, die könnt ihr euch im Internet angucken. Da brauche ich keine Videos drüber machen. Das finde ich albern. Maximilian Osenberg, daran, dass Verarbeitung und Effizienz erstklassig sind, habe ich keinen Zweifel. Wie sieht es mit der Software und den E-Auto-Funktionen aus? Gibt es eine App? Ja, gibt es. Laderoutenplanung ist gut, tatsächlich. Spielereien? Ja, viel zu viel, habe ich in den Videos gezeigt. Assistenzsysteme, da bin ich drauf eingegangen, da bin ich unzufrieden. Sie sind zwar da, aber sie funktionieren bei weitem nicht so gut wie bei einem Tesla. New Church, was genau versteckt sich unter der vorderen Haube? Ja, das könnt ihr in meinem Video auch sehen, das habe ich aufgemacht, da ist der HEPA-Filter und ein Pluspol ist da noch und Steuergeräte und so weiter und so fort. Guckt euch das mal an, da könnt ihr das sehen, auf jeden Fall in dem EQS-Video. Wie weit sind die Assistenzsysteme, fragt T-Eternity, im Vergleich zum FSDB von Beta? Kann das Fahrzeug schon in einer roten Ampel stehen bleiben? Nein, kann es nicht. Und bei Grün wieder alleine losfahren? Nein, kann es nicht. Vielen Dank, Ofe, der Jörg aus Darmstadt. Ja, Jörg, tut mir leid, der Mercedes ist bei weitem nicht so weit wie das Tesla Model S. Tesla und Co. fragt, sehr schönes Auto, viel Spaß damit, bin gespannt auf die Videos. Ja, das darfst du sein. Ich habe mich da wirklich reingekniet in das Auto, sogar die Betriebsanleitung gelesen. Und das war für mich dann auch genug. Beta EDV Service und Vertriebs fragt, viel Spaß damit, freue mich auf die Meinung eines E-Profis, komme von Tesla und fahre jetzt dieses Modell. Ja, guck dir die Videos an, da wirst du sehen, mir hat das Auto auch gut gefallen. In einigen Bereichen ist es wirklich top und in einigen nicht so. Walter Seiwald, folgende Dinge wären interessant. Reichweite, lädt das Auto jedes Mal, wenn es anstecken muss, an die Ladesäule oder macht das Auto dabei Zicken? Denke ich nicht mehr. Das war früher mal. Es sollte eigentlich ganz normal funktionieren. Hier laden wir bei uns in der Firma an verschiedenen Wallboxen. Das funktioniert ohne Probleme. Wie ist die Ladeplanung? Fahrt mal einmal von Lübeck nach Neapel. Wie klappt das mit der Ladeplanung? Also das habe ich schon auch in anderen Videos gesehen. Das klappt gut bei dem Mercedes EQS. Das wäre interessant. Nimm ruhig dabei deine Frau Anni mit bei dem Test. Dann könnt ihr das auch bewerten gemeinsam. Eine Fahrt ans Nordkap wäre auch sehr interessant. Die Zeit habe ich leider nicht. Wie gut klappt es, wenn es im Winter bei diesen Fahrzeugen mit dem Laden und so weiter, macht das Auto zicken? Nein, eigentlich nicht. Mercedes hat das eigentlich ganz gut im Griff. Das ist kein Scheiß mehr, was sie hier bauen. Ich denke,
da sind viele Tesla-Verwöhnte, die immer noch so ein bisschen so einen Fehler in so einem Auto suchen. Das ist aber nicht so. Es ist wirklich ein gutes Auto. Mich würde das NVH-Verhalten interessieren, nachdem MB da Klassenprimus sein will und ca. 140 Kilo Dämmmaterial beim EQS verbaut. Ja, diesen Wert habe ich nicht ermittelt, aber dieses Auto ist mit Abstand das leiseste Auto, was ich in meinem Leben gefahren habe. Das hat gefragt Wortga TV. Wortga. Fab OEW fragt, ist die Verarbeitung wirklich so durchwachsen, wie andere berichten? Hierzu wäre es interessant, ob der Wagen extra vorher auf die Verarbeitungsmenge hin überprüft wurde, bevor er geliefert wurde. Ja, das sollten eigentlich alle Fahrzeuge. Einige sind raus durchgerutscht, habe ich vorhin schon erwähnt, die nicht so gut verarbeitet sind, aber da gibt es Abhilfe. Wie sieht es mit der Hinterradlenkung aus, statt wie Autobahn, Landstraße? Ja, das ist sensationell geil. 10,9 Meter Wendekreis ist natürlich ein Traum. Ein Polo hat 10,7. Also das Ding hier fährt sich so leicht, man merkt gar nicht, dass es so ein Rieseneimer ist. Also das ist wirklich toll. Das hat Andreas Z. gefragt. Der Meier fragt, moin Ofel, mich würden Meinungsunterschiede zwischen deinen Eindrücken und den von Horst Lüning interessieren, der sich, wie ich hörte, ja ein EQS zugelegt hat. Ja, der Meier. Ich bin mit Horst Lüning im regen Kontakt. Wir sind befreundet. Wir telefonieren des öfteren Mal und haben auch schon viel über den EQS gesprochen. Guck dir doch einfach mal seine Videos an und dann werde ich mit ihm mal zusammen eins machen, wo wir unsere Eindrücke des EQS darstellen. Miko fragt, klare Sache, der direkte Vergleich gegen Tesla, würdet ihr auch zum EQS wechseln? Nein, würde ich nicht. Da würde ich dann tatsächlich lieber einen Tesla nehmen. Hast du die Motorhaube schon geöffnet? Ja, gibt es in meinem Video. Gibt ja Tutorials, wo der Öffner zu finden ist. Ja, habe ich. Könnt ihr euch angucken. Das hat gefragt Goldwood. Till fragt, mich würde vor allem der Verbrauch interessieren. Wie effizient kann man das Kfz bewegen? Du wirst schon ein spannendes Video machen, daran habe ich keinen Zweifel. Ja, tatsächlich. Es hängt tatsächlich von der Außentemperatur an und wie man das Fahrzeug bewegt. Ich denke, man kann den ganz entspannt mit 20 Kilowattstunden fahren auf 100 Kilometer. Wenn man nicht schleicht. Und wenn es normale Temperaturen sind, so 15, 16 Grad. Man kann auch drunter fahren oder auch drüber. Das ist immer sehr individuell. Und so viel Zeit habe ich auch nicht. Da guckt doch bitte das Video, wo ich mit meiner Frau nach Celle fahre. Abraxas, ich möchte wissen, wer schneller auf Langstrecke ist. Der billige Taycan mit 800 Volt oder der teure EQS mit großer Batterie? Weiterhin, wie schnell beide bei Plug and Charge jeweils starten? Ja, Plug and Charge geht beim Taycan relativ schnell, aber immer noch wesentlich langsamer als beim Model S. Und auf Langstrecke ist schneller in meinen Augen, das kommt darauf an, wie gut du fährst, wie gut dein Auto kennst. Also ich denke, der EQS hat einen kleinen Vorteil. Übertreibt der Autowahnsinnige oder sind die Spaltmaße wirklich so schlimm? Fragt Johannes H. Der Autowahnsinnige, das bin dann wohl ich. Nein, die Spaltmaße sind okay. Ach nee, der Autowahnsinnige, da meint ihr wahrscheinlich den anderen YouTuber, den Chris. Nein, er übertreibt nicht. Ich habe mir das angeguckt. Das ist alles berechtigt, was er da sagt. Jörg fragt, Horst Lüning hat sich auch so einen Stuhl gekauft. Bin auch auf seine Meinung gespannt. Ihr könnt ja mal einen kleinen Stream machen, hatten wir eben schon. Und euch die jeweilige Sicht austauschen. Gerade, weil ihr beide Teslas in- und auswendig kennt. Ja, das werden wir mal machen. Wird auf jeden Fall spannend. Ein langjähriger User meines Kanals, Joe Vendora, herzliche Grüße an dich, mein Lieber. Moin Ofe, die echte reale Reichweite ohne Eco und sonstige Sparmaßnahmen. Ja, das kann ich nicht machen. Die Zeit habe ich nicht. Da müsste ich einen ganzen Tag für brauchen. Ist eigentlich auch nicht so wichtig, weil in meinen Augen eine echte Reichweite von 300 Kilometern, eine echte, würde vollkommen ausreichen. Dann muss ich pinkeln. Wichtig ist doch vielmehr, ob er dann auch schnell lädt. Und wenn er dann in 10 Minuten auf 80% ist oder sagen wir mal auf 60, dann reicht das auch. Das ist meine Meinung. Sebastian Honigkuchen fragt, mich interessiert am meisten, ob die Ladung genauso einfach und schnell wie beim Tesla Model 3 funktioniert. In meiner Wahrnehmung ist hier Tesla die Referenz und selbst ein Taycan zieht hier und da mal. Ja, die sind ganz dicht beieinander, der Taycan und der EQS. Aber laut Messung von Inside EV, die haben da eine Ladekurvenstatistik aufgestellt, findet ihr im Internet, ist der Taycan noch auf Platz 3. Ich glaube, das Model 3 soll sogar, also wenn man bis 10 Minuten lädt, dann ist der Taycan der schnellste. Wenn man bis 20 Minuten lädt, dann ist der EQS der schnellste. Und danach kommt das Model 3 und dann kommt, glaube ich, erst der Taycan. Ja, tatsächlich. Interessante Ladekurven. Die sind unverfälschlich. Das ist Physik. Da kann man nicht dran rumdaddeln, wenn alle Autos die gleichen Bestimmungen haben oder die gleichen Bedingungen. Das hat gefragt Sebastian Honigkuchen, hatte ich schon. Der Miko fragt den Verbrauch und die Ladekurve. Den findest du im Netz, das ist langweilig. Maha hat gefragt, fahr das Teil mal so, wie du deinen Benziner fahren würdest, ohne nachzudenken
oder dein Wissen über Elektroauto fahren. Ich fahre ein ID3 genauso wie ein Benziner, musste feststellen, dass ich im Winter mit Heizung 150 km/h gekommen bin und auch in einem neuen Update aktuell nur noch 250. Allgemein sollten reale Kilometerangaben gemacht werden, nicht die perfekten Teststrecken. Ja, deiner Meinung bin ich auch. Nun ist es aber so, ich fahre jetzt schon seit über 6 Jahren rein elektrisch und ich weiß gar nicht mehr, wie ich früher gefahren bin. Tatsächlich, das habe ich vergessen. Ich weiß nicht mehr, wie ich früher Benziner gefahren bin. Ich war immer schnell, immer zügig, immer links. Du ja anscheinend auch. Ist für mich nicht mehr so wichtig. Ist ein guter Gedanke. Aber ich glaube, das könnt ihr bei dem Kollegen von Karmeniak sehen. Der macht sowas bestimmt auch. So, Trombone03 fragt, wie sind die Spaltmaße? Die sind okay. Ralf Machula fragt, Fahrkomfort im Vergleich zum Tesla und Lucid. Ja, Fahrkomfort im EQS ist unschlagbar. Du hast allerdings kein Feedback von der Straße. Du fühlst dich wie in so einem Cocoon, entkoppelt von der Straße. Da ist der Taycan wesentlich besser und dazwischen ist der Tesla. Der Lucid, den sehe ich kurz unter dem Taycan. Ja, weil der keine Luftfederung hat. Der hat nur eine elektromagnetische Federung. Also Komfort, Fahrkomfort, Tesla, Lucid. Nee, ich will sogar den Lucid. Das ist schwierig. Sehr individuelle Frage. Aber der EQS ist unschlagbar. Harry fragt, ein 1:1 Vergleich zur selben Zeit, längere Strecke neben meinem Tesla Model S Long Range, Verbrauch, Reichweite, Ladekurve. So ein ähnliches Video habe ich gerade gemacht. Das sind die großen drei. Ich glaube, ich nenne den mal Supertest, den das Video, ich weiß es noch nicht. Brunschmann fragt, wie viel Anhänger kann man dahinter hängen? Vorausgesetzt, der hat überhaupt eine Anhängerkupplung. Kann man 750 Kilo gebremst oder ungebremst? Wurde alles schon beantwortet, schreibt Thümann OT, ja, hast recht. Sir Monsterle fragt, haben Sie dir wenigstens auch einen Chauffeur dazu geliefert? Ja, selbstverständlich. 1,90, 75 Kilo, oder wie heißt der Typ? Sir Monsterle fragt, was unter der Haube ist, habe ich schon in dem Video gezeigt. Wo sind die Unterschiede beim Autopiloten im Gegensatz zu Tesla? Ja, da habe ich, wie gesagt, dieses große 3-Fahrzeuge-Testvideo gedreht. Riesenunterschiede, fragt Fichtenwicht. Also Tesla ganz weit vorne, dann der Mercedes und da am Schluss liegt der Taycan. Der Froschmult fragt, der Verbrauch über längere Distanz, zum Beispiel 200, 300 Kilometer, da gibt es ein Video drüber, könnt ihr euch angucken, wo ich mit meiner Frau nach Celle fahre und zurück. Da seht ihr dann auch, wie das Licht so ist bei dem Auto. Wo soll ich das Geld für so ein Auto hernehmen? Meine Stromkosten im Haus sind nur 90% gestiegen, Lebensmittel sind nur 15% teurer geworden, nur mein Pensionsbezug ist gleich geblieben. Es gibt doch noch etwas Stabilität. Klaus Zerche fragt das, ja, weiß ich nicht. Dazu kann ich nichts sagen. Ich habe das Geld, so ein Ding zu kaufen, ich tue es aber auch nicht. Mir ging es auch schon mal schlechter. Ich weiß nicht, das ist individuelle Frage, das ist immer ein bisschen doof. Lachs fragt, fährt das Ding quer? Na, logisch, wenn ich wollte, mache ich aber nicht. Das ist ein Leihwagen, das gehört mir nicht. Tobias Marx fragt, versuch doch mal 3 Kindersitze auf die Rückbank zu packen. Ich habe leider keine. Guck doch mal bei Karmeniak, ob der das schon mal gemacht hat. Besser als Tesla S Model Tesla. Matthias B. fragt, besser als Tesla Model S Plaid? Völlig unterschiedliche Autos. So ein Tesla Model S oder so ein Taycan, die sind so ein bisschen rotzig, so ein bisschen biestig und so. Dieser hier ist Luxus. Absoluter Komfort. Lothar Truck Driver 66. Ein Roadtrip in die Eifel nach Bitburg würde den Wagen gerne erfahren. Ja, klar. Matthias K. fragt, Autopilot und Reichweite haben wir schon. Emanuel Fuchs fragt, Radstand sind, glaube ich, 3,21. Das sind ja Sachen, die kann man nicht googeln, da brauche ich euch noch nichts erzählen. Helmut Jünk fragt, Vergleich zum Taycan wird wohl nicht passen. Verbrauch, Ladegeschwindigkeit 5 bis 80. Diese Daten gibt es bei Inside EV. Das könnt ihr euch alles angucken. Das braucht man nicht an der Ladesäule ausprobieren. Das ist Blödsinn. Ruprecht Krönen, wie schaut es vorne drunter aus? Video habe ich schon gemacht. Dr. No, das Auto ist gut, Ofe, aber seine Software ist armselig. Nein, das ist nicht so beim EQS. Die Software ist gut. Die ist nicht so gut wie beim Tesla, aber schon sehr gut. Und er kann so ein paar Sachen, die kann der Tesla nicht. Kleinigkeiten, guckt euch das Video an. Jan Maybach fragt, diese gut? Ja, Chef, diese wunderbar. McLovin 7331 fragt, wie viele Gänge hat der Wagen und ab wann beginnt der Drehzahlbegrenzer? Ein Gang und bei 20.000. So, Mike Tango fragt, erst Horst Lüning, jetzt Ofe. Tesla ist Geschichte. Nein, ich
teste so eine Autos nur. Ich bin YouTuber, mein Name ist Ofe, ich bin Sachverständiger und ich teste für euch in meinem YouTube-Kanal einfach verschiedene Autos. Das heißt nicht, dass ich Tesla den Rücken kehre. Mein tägliches Geschäft, und wenn man das hier sieht, hier stehen nur Teslas, draußen stehen allein 15 Model 3. Übrigens für euch da draußen, ich suche Elektroautos ab 2019 für den Export. Schreibt mir über das Exportformular auf teslakaufen.com eine Nachricht. So, und dann fragt Daniel K., warum hast du Tesla den Rücken gekehrt und vorher rief Ferris wie sauer Brot verhökert? Ja, Daniel K., dir kann ich auch nicht mehr helfen, du hast wohl den Schuss nicht mehr gehört. Wenn du so ein Tesla-verblendeter Fanboy bist, dafür kann ich nichts. Ich bin es auch, aber ich weiß, wie man damit umgehen kann. Ja, schön, ich hoffe, ich habe eure Fragen alle beantwortet und denke, ihr seid zufrieden. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr die Fragen gestellt habt. Ich habe aus euren Fragen heraus auch in den Videos schon einiges verarbeitet. Das ist natürlich super. Die Community ist fantastisch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ist ja dann doch noch ein Video geworden von 15 Minuten. Na, das geht ja noch, kann man aushalten. Ihr wisst ja, Elektroauto steht er, dann lädt er. Bitte abonniert den Kanal und wir sehen uns bald. Bis dann.